So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Es ist schon wieder total dunkel draußen, keine Ahnung, die letzten Tage einfach nur düster, regnerisch, kalt. Es ist ja auch Dezember, kurz vor Weihnachten, während ich dieses Video aufnehme. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, eine Soße bekommen von meiner Cousine. Vielleicht war es auch zum Geburtstag, ich weiß es nicht genau. Die steht auf jeden Fall schon ewig bei mir im Schrank rum. Die möchte ich heute mal testen. Wir sehen hier zwei Arschbacken. Guckt euch die Arschbacken an, das war das Thumbnail. Hier steht Held Bergs Games Presents Afterburner Hot Sauce. Panem et Circenses. Wenn ich die Flasche rumdrehe, erinnert mich das Original an eine Crazy Bastard Soße, weil die sind auch in solchen Taschenrutscherflaschen drin, wie Pfefferminzlikör von Nordbrand. Und die haben genau irgendwie so das Design mit dem Etikett, das erinnert original an Crazy Bastard Soßen. Vorne dran leider nicht, denn ich finde das Etikett halt richtig hässlich, muss ich sagen. Crazy Bastard, richtig cool. Mit dem einen Logo drauf. Hier steht jetzt, sehr scharfe Chili-Soße von Kindern fernhalten. Hersteller CBS Food GmbH in Berlin, Germany. Vorgebrauch schütteln, öffnen, irgendwas machen. Zutaten, Paprika, Äpfel, Zwiebeln, Weißweinessig, Clementine, Trinidad Scorpion Chili, Knoblauch, Limetten, Olivenöl und mehr Salz. Es gab doch von Crazy Bastard trotzdem eine Soße, die auch so mit Trinidad Scorpion war. Und die ist immer gemischt mit einer scharfen Chili und einer fruchtigen Komponente. Und da gab es eine Clementinsoße. Ich werde mal reingehen, die Nuggets warm machen und dann bringe ich mal genau die Crazy Bastard Soße mit, die ich meine. Mal gucken, nicht, dass die einfach die Crazy Bastard Soße geklaut haben, haben ihr eigenes Etikett drauf und haben es für einen noch teureren Preis in den Laden gestellt. Das wäre richtig asozial. Die werden wir probieren, die werden wir antreten lassen, wieder gegen die Madoc 357 in der Silver Edition. Und wir haben natürlich Nuggets zum Probieren. Die machen wir jetzt aber erstmal warm. So, die Nuggets sind fertig und solange wir die Nuggets noch ein bisschen abkühlen, habe ich mir wirklich mal den Spaß gemacht, aus meiner leeren Crazy Bastard Soßenbox die Trinidad Scorpion und Clementine Soße rauszusuchen. Ich habe ja nur gesagt, dass die Flaschen so ähnlich sind, ne? Du hast so eine Flasche, da hast du einen schwarzen Stöpfel drauf, dann sind es so Taschenrutscherflaschen. Aber das Etikett, das hat mich original erinnert an eine Crazy Bastard Soße. Dann lese ich hinten der sehr scharfe Chili-Soße von Kindern fernhalten. Hier steht sehr scharfe Chili-Soße von Kindern fernhalten. Hier steht Zutaten, Paprika, Äpfel, Zwiebeln, Weißweinessig, Clementine, Trinidad Scorpion, Knoblauch, Limetten, Olivenöl, Meersalz. Und was haben wir hier? Zutaten, Paprika, Äpfel, Zwiebeln, Weißweinessig, Clementine, Trinidad Scorpion, Knoblauch, Limetten, Olivenöl, Meersalz. Fällt euch was auf? Beides 100 Milliliter, beides der gleiche Text, beide exakt das genau gleiche Rücketikett. Das ist eine Crazy Bastard Soße. Hat jetzt aber einfach einer das genommen, hat das Etikett geklaut und vorne was anderes drauf? Oder sind die so dreist und haben gedacht, wir wollen noch mehr Soße verkaufen, wir erfinden einfach eine Afterburner, sagen nicht, dass das Crazy Bastard ist, dann kauft es auch jeder, aber es ist halt einfach die Crazy Bastard Trinidad Scorpion Clementine. Es steht natürlich, weil das Etikett genau das gleiche ist, auch auf beiden drauf. Hersteller CBS Food GmbH in der Osserstraße 21a, Berlin, Germany. Dann ist es aber wirklich so, dass der Hersteller einfach zweimal das exakt gleiche Produkt abfüllt in eine Flasche rein und euch unter zwei verschiedenen Namen verkauft und euch an der Nase rumführt. Das Gute ist, wenn es eine Crazy Bastard Soße ist, weiß ich jetzt schon, dass die schmeckt. Die Trinidad Scorpion Clementine hat auch 1, 2, 3, 5, 5 Flammen drauf. Die schwarze mit Carolina Reaper war 5+. Also das ist auf jeden Fall eine gute Soße. Das Etikett ist aber richtig hässlich. Das gefällt mir gar nicht. Aber man kann ja einfach die Crazy
Bastard sich holen und dann passt das ja. Aber ja, keine Ahnung. Die riecht auf jeden Fall gut. Wir machen uns jetzt hier mal was drauf. Auf ein Nugget. Auf noch ein Nugget. Und noch auf ein noch auf ein drittes Nugget. Jetzt ist die ganze Soße schon rausgelaufen. Probieren wir mal die Soße. Sehr leicht, sehr fruchtig, sehr musig von der Konsistenz. Aber auch sehr scharf. Du merkst richtig, wie es anfängt und bitzelt überall und brennt. Trotzdem diese süßliche Clementinennote dabei. Guck doch mal. Da ist nichts mehr vom Nugget übrig. Es ist schon ein bisschen her, dass wir die Crazy Bastard Soße getestet haben, aber ich glaube genauso hat die geschmeckt. Danke erstmal an meine Cousine. Das ist trotzdem aber komisch, ne? Weil vorne steht ja extra Heldbergs Games Präsenz mit einem richtig dummen Etikett. Vielleicht ist Heldberg Games eine Betrügerfirma. Crazy Bastard hat nicht zweimal die gleiche Soße an euch verkauft. Heldberg Games hat sich gedacht, wir nehmen eine scharfe Soße, die es gibt, kleben da ein eigenes gedrucktes Etikett drauf, was richtig dumm aussieht, und stellen das in den Laden. Wenn du vielleicht 4 Euro für so eine bezahlst, bezahlst du dann 8 Euro für so eine, weil da einfach ein Fake-Etikett drauf ist. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Werden wir trotzdem aber jetzt noch mal einen Tropfen von der Mad Dog 357 aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, die Silver Edition, einmal hier drauf machen für euch. So, ein Tropfen, nicht zu viel, die ist brutal. Da würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Kennt ihr Crazy Bastard Soßen? Habt ihr schon mal Afterburner Soße gesehen? Irgendwo, lasst euch nicht veräppeln. Was denkt ihr? Sind das Betrüger, die andere geklaut haben? Oder ist Crazy Bastard so dreist und macht die gleiche Soße mit mehreren Etiketten in der Hoffnung, es fällt nicht auf, um mehrfach abzukassieren? Und Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Weihnachtliche Pflaumennote und plötzlich kommt das Feuer hoch und springt dir alles weg. Das ist Mad Dog.